Mai 1969 wird Björn Steiger auf dem Heimweg vom Schwimmbad von einem Auto erfasst. Passanten alarmieren sofort nach dem Unglück Polizei und Rotes Kreuz. Trotzdem dauert es fast eine Stunde, bis der Krankenwagen eintrifft. Björn stirbt nicht an seinen Verletzungen, er stirbt am Schock. Wir wussten damals nicht, als unser Sohn verunglückte, dass es in Deutschland keinen Rettungsdienst gab. Wir haben es erst am nächsten Tag erfahren, durch Nachfragen bei der Polizei, durch Nachfragen bei Journalisten und bei Freunden. Und da waren wir der Meinung, wir müssen etwas tun. Vor genau 40 Jahren gründen Ute und Siegfried Steiger die Björn Steiger Stiftung. Ziel ist es, den Aufbau der Notfallhilfe in Deutschland anzuregen und diese Aufgabe dann den zuständigen Organisationen und Behörden zu überlassen. Doch schnell wird klar, allein mit Ratschlägen ändert sich nichts. 1969, die Stiftung spendet die ersten Funkgeräte für Krankenwagen. Ein Krankenwagen ohne Funk, heute unvorstellbar. Das Prinzip, selbst aktiv werden, um etwas zu bewegen, funktioniert. Der erste Rettungswagen, ebenfalls eine Initiative der Stiftung. Bis dahin wurden Kranke einfach nur transportiert. Die Stiftung stellt voll ausgerüstete Fahrzeuge zur Verfügung, die mit einem Sanitäter an Bord den modernen Rettungsdienst begründen. Ich glaube, wir sind den richtigen Weg gegangen. Wir haben jedem Bundesland einen Rettungswagen geschenkt. Und das nicht klammheimlich, sondern in einer Rallye von 6 Tagen waren wir in den Hauptstädten aller 11 Bundesländer und haben diese Fahrzeuge den Ministerpräsidenten oder den zuständigen Ministern übergeben und haben ihnen gesagt, jetzt habt ihr einen Rettungswagen, nun fangt mal an mit dem Rettungsdienst. In vielen Bundesländern war es der erste Rettungswagen überhaupt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Druck aufbauen, auch politischen. Als Experte in Gremien und Konferenzen bringt Siegfried Steiger seine Anliegen vor. Sei es ein 15-Punkte-Programm für den Aufbau des Rettungsdienstes oder in der Diskussion über die Notruftelefone an Autobahnen und Bundesstraßen. Die Länder verweigern hier die Kosten. Die Stiftung wird wieder selbst aktiv und sorgt zum einen für den Erhalt und den Wiederaufbau der Notrufsäulen an Autobahnen und beginnt alleine mit der Planung für die Bundes- und Landstraßen. Am 7. Juli 1971 steht das erste. Bis heute hat die Björn Steiger Stiftung insgesamt 35.000 Kilometer mit stationären Telefonen versorgt. Der Erste braucht. Auch in puncto Finanzierung bleibt die Stiftung einfallsreich. Für gute Projekte lassen sich Stars begeistern. Aus den Erlösen der Schallplatte und durch Verpfändung des Wohnhauses der Familie Steiger kauft die Stiftung einen Rettungshubschrauber und übergibt ihn an das Bundesinnenministerium. Denn die Bundesregierung konnte den versprochenen Helikopter nicht finanzieren. Damit war zwar eine der schwierigsten Krisen der Luftrettung überwunden, trotzdem gab es keine flächendeckende staatliche Luftrettung. Die Konsequenz? Die Stiftung baut die Deutsche Rettungsflugwacht auf. Die Björn Steiger Stiftung ist der Hauptverursacher für einen legendären Beginn eines großen Zeitalters, nämlich der Luftrettung. Und diese Luftrettung ist in dem Rettungswesen Deutschland so etabliert, dass wir als einziges Land weltweit sagen können, wir haben ein flächendeckendes Flugnetz, wo wir Patienten innerhalb von einer halben Stunde, und das ist, glaube ich, eine sensationelle Zeit, mit einem Hubschrauber an jedem Punkt des Landes versorgen können. Neben der Entwicklung von Rettungsfahrzeugen, Notruftelefonen und dem Aufbau der Luftrettung gab es zahlreiche weitere Entwicklungen, initiiert von der Björn Steiger Stiftung. So zum Beispiel der Schnellbergungswagen bzw. der heutige Vorrüstwagen der Feuerwehr mit all seinen Bergungs- und Schneidwerkzeugen und der Organtransportwagen mit seinem speziellen Organkühlsystem. Die Einführung des 24-Stunden-Notarztsystems in Deutschland geht auf die Björn Steiger Stiftung zurück, sowie die Einführung der Notarzteinsatzfahrzeuge, mit denen Notärzte unabhängig vom Rettungswagen schnell zum Patienten kommen. Ob mobile Hubschrauber-Landeplatzbeleuchtung, Glatteiswarnsystem
oder auch der erste treppensteigende Rollstuhl. Das Engagement der Björn-Steiger-Stiftung ist immer schon sehr vielfältig. Ein vielleicht noch wichtigerer Meilenstein ist die Einführung der Notrufnummern 110 112, die zwar 1973 in der Theorie existierten, aber nicht bundesweit eingerichtet waren. Die Frage, warum nicht, gehört zum festen Repertoire von Siegfried Steiger. Und dann wurde mir von allen Beteiligten gesagt, es ist unbezahlbar. Man kann dies nicht finanzieren. Und auf meine Frage, was es kostet, hat nicht einer eine Antwort gehabt. Daraufhin habe ich bei der Oberpostdirektion in Stuttgart angerufen und habe die Kosten angefragt. Ich hatte sie in 10 Minuten. Für den Regierungsbezirk Nordwürttemberg 387.000 D-Mark. Das war für uns sehr viel Geld, aber es war finanzierbar. Nachdem der Bund und die Länder die Finanzierbarkeit aber immer noch nicht einsehen wollten, verklagte Siegfried Steiger einfach das Land Baden-Württemberg vor dem Verwaltungsgericht auf Einführung der Notrufnummer. Aus formaljuristischen Gründen war aber klar, dass der Antrag abgewiesen werden musste. Als junger Richter war ich aber damals der Meinung, dass das Thema so ernst ist und so wichtig ist, dass man das nicht so tun sollte. Und ich habe deshalb eine mündliche Erörterungsverhandlung durchgeführt und dazu auch erstmals die Presse eingeladen. Das Ergebnis war, dass dann der Antrag zwar abgelehnt werden musste, aber ein derartiger Medienrummel, möchte ich mal sagen, entstanden ist, dass die Angelegenheit Notruf 110 doch zu einem Guten befördert wurde und er schließlich eingeführt wurde. Nachdem die Klage nun zwar rechtlich erfolglos blieb, hatte sie ihre öffentliche Wirkung aber erreicht. Als es dann geschehen war, ich glaube, es war der 27. September, wir hatten entschieden, da habe ich gedacht, so, jetzt muss den Dickschädel doch mal anrufen und ihm sagen, er hat sich durchgesetzt, hat uns zwar sehr genervt, aber damit hatte er Erfolg. Bereits 1974 entwickelt und finanziert die Björn-Steiger-Stiftung den ersten Baby-Notarztwagen. Damals wie heute sind Transporte zwischen Geburts- und Kinderklinik ohne optimale Versorgung ein großes Risiko. Ich bin vor knapp 30 Jahren geboren worden, als klassisches Frühchen. Also meine Mutter war im 6. Monat schwanger. Und es war sehr kritisch, ob ich überhaupt überleben werde. In dem Krankenhaus, wo ich geboren wurde, konnte ich nicht behandelt werden und wurde dann mit dem Babynotarztwagen transportiert. Das war mein Glück, weil dieser Babynotarztwagen von der Ausstattung her so gut war, dass ich auf der Fahrt direkt behandelt werden konnte. Ich wurde direkt in den Inkubator gelegt, wo ich mit Sauerstoff versorgt wurde. Man kann es nicht anders sagen, ohne die Björn-Steiger-Stiftung würde ich heute hier nicht stehen. Fortschritt als Lebensretter. Auch beim Notruf geht das Engagement der Björn-Steiger-Stiftung weiter. Die Handytechnik macht eine schnelle Ortung möglich. Ja, also wir haben Aufräumarbeiten gehabt auf der Baustelle. Hatte auch schon zwei Glasscheiben weggepackt und bei der dritten hatte ich mir noch gedacht, naja, hoffentlich platzt mal nicht so eine Scheibe. Und im gleichen Moment, wie ich es gedacht habe, habe ich eine Blutfontäne gesehen, die an mir vorbeiging vors Gesicht und denk, was ist das? Und guck runter zum Arm und hab gesehen, dass der Arm nicht mehr an seiner Stelle war, dass ein riesen Loch war im Arm. Habe ich dann natürlich geistesgegenwärtig mein Handy aus der Tasche geholt, habe sofort die 112 gewählt und wurde auch sofort gefragt, wo ich wäre, wo der Unfall passiert ist. Das konnte ich leider in dem Moment nicht mehr sagen, weil ich absolut nicht wusste, wo die Straße ist. Mir sagte man, das wäre kein Problem, da die Feuerwehr ein Ortungssystem hat und mit der Björn-Steiger-Stiftung zusammenarbeitet und die mich letztendlich dann mit diesem Ortungssystem über meinem Handy dann letztendlich lokalisieren konnten, so dass der Krankenwagen mich gefunden hat. Ich glaube persönlich, dass wenn es die Ortung nicht gegeben hätte, dann wäre ich vor Ort verblutet, weil die Feuerwehr definitiv gesagt hatte, Krankenwagen hätte mich nie gefunden, weil es auch so abgelegen war. Da kann man sagen, 5 Minuten hätten entschieden über Leben und Tod. Und da kann ich nur sagen, danke der Björn-Steiger-Stiftung. Schnelle Hilfe ist die beste Hilfe. Dieser Satz steht über allen Initiativen der Stiftung und gilt besonders für die Aktion Kampf dem Herztod. Nur 3 bis 5 Minuten nach einem plötzlichen Herzversagen muss qualifizierte Erste Hilfe geleistet werden. Defibrillatoren retten hier Leben.
Die Stiftung stellt allen Stadt- und Landkreisen 902 Geräte im Wert von 2,3 Millionen Euro als kostenlose Dauerleihgabe zur Verfügung, verbunden mit der Verpflichtung, monatlich 20 Personen daran auszubilden. So steigt die Zahl der Helfer immer weiter. Spezielle Geräte verfügen über eine Sprachausgabe und erklären Schritt für Schritt die richtige Anwendung. So können Laien schnell und sicher erste Hilfe leisten. Damit auch an öffentlichen Plätzen schnell geholfen werden kann, installiert die Stiftung mit Unterstützung von lokalen Sponsoren sogenannte Defi-Säulen, damit jedermann schnell Hilfe leisten kann. Bei plötzlichem Herzversagen kommt es zum sofortigen Bewusstseinsverlust. Es kommt zum Atemstillstand und der Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Bereits nach zwei Retten macht Schule, das jüngste Projekt. Wenn alle Siebtklässler in Deutschland einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren, wächst eine ganze Generation von Lebensrettern heran. Gib mir 5 Minuten deines Lebens. Um meins zu retten. Hilf meinem Herz mit deiner Hand, wenn es plötzlich versagt. Mit Ihren 15 Euro können wir den Erste-Hilfe-Tag an allen deutschen Schulen einführen. Und so jedes Jahr 1 Million Kinder zu Lebensrettern ausbilden. Werde jetzt Pate der Aktion Retten macht Schule. www.rettenmachtschule.de. Wir wollen zeigen, dass jedermann helfen kann. Selbst wenn kein Defibrillator vorhanden ist, allein mit Herzdruckmassage überleben 30% der Menschen, die heute noch sterben, weil ihnen kein Mensch hilft. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist in der deutschen Bevölkerung so groß, dass sie lieber davonlaufen als Hilfe leisten. Und es gibt nichts Schöneres, als einem Menschen zu helfen, der dann überlebt. 40 Jahre Björn Steiger Stiftung. Das sind 40 Jahre mit wahren Meilensteinen für die schnelle Hilfe im Notfall. 40 Jahre mit vollem Engagement für einen besseren Rettungsdienst. Zeit, sich endlich zurückzulehnen. Ich glaube, das Zurücklehnen liegt uns nicht. Wir werden auch in Zukunft uns nicht zurücklehnen, sondern weitermachen.